Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Cormac. Heute gehe ich weiter mit dem Bau an meinem neuen Pool. Ich werde Beckenrandsteine montieren, ich werde Terrassenplatten um den Pool herum positionieren, ich werde ein Podest bauen, was ich ebenfalls befließen werde, und Teile meiner alten PPC-Terrasse werde ich hochgestellt außerhalb des Hangs außen herum noch mit verlegen. Ihr wollt wissen, wie das Ganze funktioniert und wie ich es umsetze? Dann bleibt dran, gleich geht's los. Den Pool, den ihr hinter mir seht, der war bis vor 2 Jahren noch ein Stahlwandpool. Die Stahlwand habe ich herausgerissen und stattdessen ein Schalsteinbecken hineingebaut. Vor 2 Jahren kam dann endlich die Folie hinterher und seitdem sind wir fleißig am Baden. Wenn ihr wissen wollt, wie der gesamte Umbau abgelaufen ist, dann schaut mal oben rechts in die Ecke. Da verlinke ich euch die Videos zu diesem Projekt Poolumbau. Ich werde in diesem Video die Beckenrandsteine aufbringen. Ich werde euch zeigen, wie ich das Ganze mache, und da drüben in dem Bereich auch noch eine Terrasse anlegen mit passenden Terrassenplatten. Aktuell habe ich bisher nur das Poolhaus umgebaut. Ihr seht, da ist keine grüne Matte mehr drauf, sondern eine fette, schwere Teichfolie, denn ich habe das Dach ebenbündig mit den äußeren Schalsteinen eingebracht, um dann eben hier in diesem Bereich die Schalsteine bis auf den Rand hinüber legen zu können. Doch was habe ich überhaupt geholt und wo habe ich das Ganze her? 7 Paletten von Weserplatten hat die Spedition mir heute vorbeigebracht. Was ist da drin? Ganz klar, zum einen die Platten für die Terrasse, 3 cm dick sind die und ungefähr 20 bis 25 Quadratmeter stecken in diesen Paketen. Der Rest ist ein fertiges Set für unseren Pool, passend ein wenig größer. Die Steine werde ich zunächst erstmal zum Pool hinterschleppen. Das wird schon mal eine 1-2 Tage Aufgabe werden. Und dann kann ich mir die Steine um den Poolrand herum auslegen und die Fugen genau ausjustieren. Und natürlich muss ich einige der Steine auch auf Form zurechtschneiden. Mal sehen. Die Beckenrandsteine und die Terrassensteine, die sind endlich da und ich habe die Steine hier überall direkt am Pool schon mal zusammengetragen. Knappe 3 Tonnen wiegen die Steine insgesamt. Das war natürlich eine tolle Arbeit gewesen, einen Nachmittag die Steine durch die Gegend zu schleppen. Bevor ich die Steine jedoch auf den Beckenrand kleben kann bzw. hier auf dieser gesamten Fläche auslegen kann, muss ich noch einige Sachen vorbereiten. Unter anderem habe ich diesen Bereich bereits abgezogen, waage mit der Beckenkante, die sich hier befindet, um dann später hier in einer Linie Beckenrandstein und auch die Terrassensteine anlegen zu können. Die Steine vom Beckenrand werden geklebt, die Steine von der Terrasse, die werden dann später einfach in den Split hineingelegt. Ich habe auf der anderen Seite mir noch ein Podest gebaut. Mit diesem Podest möchte ich einen Übergang schaffen von dem erhöhten Beckenrand hin zur Gartenküche. Das Ganze, ja, bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das Ganze erweitere und einen schönen Übergang hinbekomme. Hier sollen auch mal Stelen eingebracht werden, um mal ein Sonnensegel von meiner Gartenküche aus einbauen zu können. Ich werde nun hier noch ein wenig herumbasteln. Ich werde drüben die Plane noch mit Leisten am Beckenrand festbringen, damit das Poolhaus zukünftig weiterhin wasserdicht bleibt. Danach werde ich die Beckenrandsteine auslegen, und zwar so, dass es vom Muster her gleichmäßig aufgeht. Die Ecken sind relativ einfach herzustellen. Ich habe Beckenrandsteine mit 30 cm in der Tiefe. Mein Pool bzw. die Wände vom Pool haben eine Tiefe von 25 cm und ich möchte das Ganze außen jeweils bündig stehen lassen. Dann habe ich eine schöne Flucht, um die Steine auszulegen, und nach innen einen Überstand von knapp 5 cm. Das werde ich noch ein bisschen experimentieren, ob das nicht zu viel ist. Könnt ihr mir ja gerne mal einen Tipp unten in die Kommentare reinschreiben, was da so das optimale Maß wäre. Auf jeden Fall möchte ich einen Überstand, denn das Wasser, was von innen an den Pool heranschwappt über die Steine, soll durch die Steine wieder zurückgehalten werden. Das Wasser soll ja schließlich im Pool bleiben und nicht draußen verloren gehen. Sobald ich die Ecksteine fertig habe, kann ich die Mittelsteine positionieren. Hier wird es dann ein wenig spannender, denn das ist keine 90-Grad-Kurve. Hier kommt dann der große Winkelschleifer zum Einsatz. Da muss ich die Steine zurechtschneiden. Und auch hier wird es dann spannend werden, denn unterschiedliche Höhen durch die Konstruktion, die hier damals notwendig war, da bin ich auch mal gespannt, wie das Maß aufgeht, wie ich die Steine zurechtschneiden kann. Lange Rede, kurzer Sinn, da kommt heute jede Menge Arbeit auf mich zu. Ich hoffe, das Wetter hält, denn pünktlich zum Wochenende ist der Regen angesagt.
Ich bin fertig. Die Beckenrandsteine, die sind nun alle aufgeklebt. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir die Steine zurechtgeschnitten, habe mir die Ecken geschnitten und alles mit einer 10 mm Fuge hier am Beckenrand verklebt. Die Steine schauen ungefähr 5 cm in das Becken hinein. Sie halten dennoch Bombe. So wollte ich das haben. Nun kommt das Finale meines Projektes, und zwar dieser Bereich der Terrasse. Der soll ja auch noch ausgelegt werden mit den großen Platten. Der Verlegekies, der ist bereits eben. Ich werde jetzt noch Verlegesplit anfahren, werde den abziehen, werde mir die Höhe holen, die diese Steine haben, das Ganze hier abziehen in Waage und dann die Steine einfach auf diesen Splitt legen. Danach wird die Fugen, die dann noch übrig sind, die werden ebenfalls aufgefüllt mit Splitt. Das Ganze liegt lose, das wird auch nicht verklebt, denn es arbeitet und das Wasser, was regnet, was vom Pool kommt und dergleichen, kann auf diese Art und Weise einfach ablaufen, ohne dass ich irgendwelche Frostprobleme bekomme. Was meint ihr zum Projekt? Gebt mir doch jetzt einfach mal das Feedback, gebt mir das Like, abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wenn ihr wissen wollt, was ich hier verwendet habe, welche Bauteile und dergleichen, schaut unter dem Video in die Beschreibung. Dort habe ich euch alles verlinkt. Weiter geht's mit der Terrasse. Auch die Terrassenplatten sind nun vollflächig ausgelegt. Ich habe die Zwischenräume mit Splitt ausgekehrt. Der Regen wird im Laufe der Zeit die Splittfugen immer weiter verdichten, dass das nachläuft. Und am Ende kann der überflüssige Splitt einfach abgekehrt und entsorgt bzw. woanders eingebaut werden. Der Bereich zwischen den Beckenrandsteinen und den ersten Terrassenplatten, den habe ich noch offen gelassen, denn dort möchte ich heute die Beckenrandsteine verfugen. Ich möchte heute diese Fugenmasse einbringen, habe mir soweit schon alles vorbereitet. Mal schauen, wie gut ich das hinbekomme, insbesondere unter dem Aspekt, dass die Beckenrandsteine ja an der Kante doch ein wenig hineinragen. Ich habe die Idee, mit einem Klebeband das Ganze ein wenig von unten her abzukleben, damit mir die Fugenmasse eben nicht in den Pool fällt, sondern dort bleibt, wo sie hin soll, nämlich in den Fugen. Dieses kleine Podest habe ich ebenfalls fertig gebaut. Das Podest ist geklebt. Diese Steine sind mit dem Kleber direkt fest verbunden. Dieser Bereich hier, auch der Übergang zu diesem Weg, ist geklebt. In dem vorderen Bereich ist überall Kleber untergebracht. Auch hier, wo später einmal die Halterung für das Sonnensegel eingebracht werden soll, ist das Ganze geklebt und nach hinten hin dann direkt mit dem Splitt aufgefüllt worden. Ich werde mir nun die Fugenmasse anrühren. So wie es auf der Anleitung steht, werde ich mir das Zeug zusammenmischen. Und normalerweise wird diese Fugenmasse mit einer Gummikelle in die Fugen hineingepresst. Da ich keine Gummikelle habe, werde ich das Ganze mal mit einem Schwamm versuchen, beziehungsweise mit einer normalen Kelle. Und dann muss die Masse erst einmal antrocknen. Wenn sie angetrocknet ist, werde ich das Ganze mit sehr viel Wasser sauber waschen, immer schön diagonal die Fugen auswaschen, damit später kein Zementschleier oder ähnliches auf den Terrassenstein übrig bleibt. Dann kann das Ganze in Ruhe trocknen und ihr merkt es am Wetter, der Herbst ist mittlerweile da. Das wird dieses Jahr sowieso nichts mehr mit dem Baden. Das heißt, es kann in aller Ruhe antrocknen, fertig werden. Und ich kann im Frühjahr vor allen Dingen auch testen, ob das Zeug wirklich so gut ist, wie es in der Beschreibung steht. Viel Spaß beim Zuschauen!
Es ist geschafft. Knapp 6 Stunden habe ich gebraucht, um die Fugenmasse in diese Fugen hinein zu pressen und anschließend einmal komplett außen herum die überschüssige Masse mit dem Schwamm wieder abzutragen. Die ersten Fugen hinten in der Ecke zum Testen für mich persönlich sind meiner Meinung nach nicht perfekt gelungen, aber die anderen, muss ich sagen, da bin ich mit dem Ergebnis durchaus zufrieden. Ich denke, der ein oder andere Fliesenleger unter euch wird mir sicherlich einen guten Tipp geben können, was ich hätte anders machen sollen. Aber nun ist es zu spät und ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Insgesamt muss ich sagen, hat sich der Dreck auch im Rahmen gehalten. Natürlich ist einiges ins Wasser hineingefallen, aber der Herbst ist bereits da, der Winter steht vor der Tür, der Pool wird nächstes Wochenende eingemottet. Da stört mich das nicht weiter, weil ich das Wasser sowieso weitestgehend ablasse. Auf den großen Steinen habe ich noch vereinzelt einen Zementschleier. Diese Steine sind doch etwas rauer, die haben keine Versiegelung gehabt. Hier konnte ich den Überschuss nicht so gut mit dem Schwamm runter machen. Das werde ich mit Zementschleierentfernung noch abnehmen müssen. Was sagt ihr zum Projekt? Was sagt ihr zu meiner Terrasse, wie ich sie hier gebaut habe? Was denkt ihr? Welche Tipps könnt ihr mir geben? Wie sollte ich hier weitermachen? Ich bin gespannt auf den Austausch mit euch. Wenn ihr wissen wollt, was ich hier verwendet habe, welche Produkte zum Einsatz gekommen sind, welche Werkzeuge, dann schaut mal unter das Video in die Beschreibung. Dort findet ihr all das, was ich hier verwendet habe. Dort findet ihr auch den Like-Knopf. Würde mich riesig freuen, wenn ihr den betätigt. Und natürlich auch den Abo-Knopf findet ihr dort. Den klickt ihr, wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt. An der Stelle bin ich nämlich fertig. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch und den Austausch unter diesem Video. Schreibt mir einen Kommentar und wir sehen uns dann. Macht's gut. Ciao.